Hier haben wir eine Augenmuschel von Rotman. Sehr stabil gearbeitet. Ist ein sehr angenehmes, weiches Gummi. Ist also auch antiallergisch, wenn man dann im Gesicht schwitzt, was ja vorkommt im Sommer. Nicht nur im Sommer, aber generell. Braucht man also keine Angst haben, dass das irgendwelche allergischen Reaktionen hervorruft. Es wird hinten einfach an dem Sucher der Nikon-Kamera dort befestigt, wo der ab Werk montierte. Ja, wie soll man das nennen? Sucher? Eigentlich eher weniger. Also dieses Gummiteil hier, das macht man dann einfach ab und setzt dann den Rotman-Sucher in diese Führungsschiene einfach ein. Ein bisschen kräftig drücken, bis es klickt. So, wie Sie hier sehen können, das ist zwar ein rundes Loch, der Originalsucher ist irgendwie eckig, aber der umfasst also den ganzen Sucher, da geht nichts verloren. Je nachdem, wie Sie jetzt an die Kamera gucken, mit dem Auge rechts oder links, gar kein Problem. Das kann man dann einfach drehen und anpassen. Und auch hier der Abstand ist dann zum Display. Wenn sich das jetzt so vorstellt, das wäre mein Gesicht mit dem Auge, dann kommt man halt eben jetzt nicht unbedingt mit der vollen Breitseite unten ans Display. Und das verschmiert dann. Und ich persönlich finde das immer ziemlich eklig, aber was will man machen? Ja, sieht doch schon mal aus wie eine richtige Augenmuschel, wie sie eigentlich auf Werk dran sein sollte. Man kann nicht alles haben.